Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen bei diesem neuen Collectors Video. Die Champions League startet in die Saison 2018-2019 und da die neuen Champions League Sticker von Topps noch bis zum 2. Oktober auf sich warten lassen, werfen wir heute einfach mal einen Blick zurück und schauen uns an, wie die Sticker sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Topps bringt in diesem Jahr zum 4. Mal die Champions League Sticker raus. Die erste Saison, nachdem man die Lizenz von Panini übernommen hatte, war die Saison 2015-2016. Die sehen wir links mit dem dunkelblauen Rahmen und Ronaldo, Hulk, Rooney, Touré, Fabregas, Messi, Konoplyanka und Götze auf dem Cover. Im Folgejahr der Saison 2016-2017 ist man dann zur hellblauen Farbe gewechselt und hat mit Messi, Aubameyang, Neuer, Xhaka und Marcelo nur noch 5 Spieler aufs Cover gepackt. Die Saison 2017-2018, also die aus dem letzten Jahr, dann wieder in dunkelblau und mit Lewandowski, Lukaku, Ramos, Messi und Morata auf dem Cover. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, auf allen 3 Covern als einziger enthalten Lionel Messi. Das also die 3 Stickertüten von außen. Jetzt gucken wir auch mal, wie sich die Sticker im Laufe der Zeit entwickelt haben. In der ersten Saison kamen die ganzen Sticker noch in kleinen Tütchen, heißt also alle im gleichen Format. Und es gab 2 Spieler auf einem Sticker, also das wurde dann schon recht kleinteilig hier mit Falcao und Louis Grémy. Dann haben wir einen Sticker in normaler Größe mit Mustafi, Dumbia von Moskau. Dann haben wir einen Trikot-Sticker vom FC Porto. Und das Finale von 2007 als Rückblick Liverpool gegen Mailand. Das ging 1-2 für Mailand aus. Das die erste Stickertüte und wir können die ja hier mal so ein bisschen liegen lassen, um einen entsprechenden Eindruck davon zu bekommen. Weiter geht's mit Chris Smalling von Manchester United. Dann haben wir wieder einen Doppelsticker mit Varela und Osvaldo von Porto. Pontus Werneblum, Moskau. Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach und hier der erste Sticker der Kollektion ist das, glaube ich, genau das Champions League Logo. Die linke Hälfte zumindest. Und die rechte muss man sich dann aus einem anderen Päckchen zusammensammeln. So, wir gucken ins dritte Päckchen noch rein. Vielleicht ist ja die rechte Hälfte dabei. Aber zunächst mal ein Logo-Sticker von Paris Saint-Germain, die auch richtig schick, die Logo-Sticker mit so abgehenden Linien aus dem Zentrum. Macht einen richtig klasse Eindruck. Dann wieder einer der Doppelsticker mit Barangan und Orban. Dann haben wir Oleksandr Schwenkowski als Spezialsticker. Auch entsprechend glänzend. Und nochmal ein Logo. Und da muss ich jetzt schon fast raten. Ich würde sagen, das ist Bate Borisov. Und dann haben wir noch einen Trikotsticker mit dem Trikot von Juventus Turin. Und Juventus, das seht ihr hier damals noch mit dem alten Vereinslogo. So, das also die Sticker aus dem Jahr 2015, 2016 und jetzt schauen wir uns mal das nächste Jahr bzw. die nächste Saison an mit den Stickern aus 2016, 2017. Die kleben hier ein bisschen fest, die müssen wir befreien. So, und da haben wir auch einen kombinierten Sticker, das Ganze allerdings etwas größer mit dem Trikot von Bayern München und dem Vereinswappen. Dann haben wir Alexis Vidal und Marc-André Ter Stegen für Barcelona, Kasper Kusk und Thomas Delaney für Kopenhagen,
Raúl Jiménez und Jonas für Benfica und Timmy Simmons und Claudemir für Brügge. So, und ihr seht, hier kommen die Sticker alle als Doppelsticker. Und da sie alle ein ganzes Stückchen größer sind, geht das natürlich dann auch ganz gut. Vorteil bei diesen Doppelstickern ist natürlich, man bringt mehr Spiele im Album unter, als wenn das jetzt nur alles Einzelsticker wären. Aus meiner persönlichen Sicht gar nicht so schlecht. So, hier haben wir ZSKA Moskau mit Trikot und Vereinswappen. Dann von den Bayern Vidal und Thiago. Leverkusen mit Kampel und Bender. Antunes und Silva von Dynamo. Dann haben wir Tosic und Rodolfo von Beşiktaş. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Päckchen und schauen uns noch das dritte an. Und auch das beginnt mit Wappen und Trikot. In dem Fall vom FC Basel. Dann haben wir Correa und Gaitán von Atletico, Alan und Hamsik, Neapel. Hernandez und Robert Huth von Leicester City und Van Rijn und Boutel von Brügge. Ja, das also die Sticker aus 2016, 2017 und dann kommen wir zur aktuellen Kollektion, die, wie vorhin schon erwähnt, wieder in dunkelblau gehalten ist. Und beginnen tun wir hier mit Alexei Berutski für Moskau, dann Marcel Schmelzer Dortmund, Craig Gordon für Celtic, Djibril Sidibé für Monaco und das Trikot von Juventus Turin. Und passenderweise seht ihr dann hier direkt mit neuem Logo. Und Unterschied in dieser Kollektion. Und da hoffe ich doch mal, dass wir da gleich noch einziehen. Es gibt auch größere Sticker. Aber wir beginnen erstmal mit Johnny Hayes von Celtic, Paulo Dybala, Juventus, Thiago Motta, Paris, Alessandro Florenzi von der Roma und dann haben wir noch das Wappen von Manchester City auf komplett silbernem Hintergrund. Ihr seht das hier entsprechend spiegelnd. Und da muss ich sagen, haben wir die Logos aus der Saison 2015, 2016 deutlich besser gefallen als diese rein spiegelnden Logos. Ja, und hier haben wir einen dieser großen Sticker. Aber wir schauen uns zuerst mal die kleinen an. Mit Vitinho von Moskau. Dann haben wir Leroy Sané, Manchester City, Diego Godin, Atletico und Jordi Alba von Barcelona. Und der große Sticker ist Lionel Messi als Starspieler von Barcelona. Auch das Ganze hier auf spiegelndem Hintergrund. Ist beim Aufnehmen immer ein bisschen schwierig. Aber sieht im Album natürlich schick aus. So, und jetzt habt ihr hier den Vergleich der Sticker aus den letzten drei Champions League-Kollektionen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Sticker euch am besten gefallen haben von denen, die wir jetzt gesehen haben. Da bin ich mal sehr gespannt, denn Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. So, das also die drei letzten Saisons. Und was Tops für die kommende Saison plant, das zeige ich euch jetzt schon mal in ein paar Grafiken, so dass ihr schon mal ein paar der Sticker gesehen habt, die euch ab dem 2. Oktober bei eurem Händler erwarten. Dazu dann vielleicht auch nochmal kurz ein Blick auf Album und Stickertüte. Und die Displaybox ist auch mit auf dem Bild. So sieht das Ganze also aus, wenn es dann ab Anfang Oktober bei eurem Händler steht. Ja, das waren sie. Insgesamt 4 Jahre Tops Champions League Sticker mit den 3 bisherigen Kollektionen und der für die kommende Saison. Ich hoffe, euch hat der kleine Rückblick bzw. Ausblick auf die kommende Saison gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen nach oben bzw. ein Like da lasst. Und wenn ihr gerne mehr zu Stickern und Trading Cards sehen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann empfehle ich euch das kostenlose Abo, denn dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, sobald was Neues online geht und verpasst in Zukunft nichts mehr.
Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei den anstehenden Champions League Spielen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.